Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute Morgen haben wir eine Produktübersicht über Bahnfeind. Wir haben dabei den Benno Sonder vom Technischen Support von Bahnfeind und meine Wenigkeit vom Media Online im Vertrieb. Bahnfeind ist seit Januar 2020 bei Media Online in Frankfurt im Vertrieb untergebracht. Vielleicht gehen wir auf die nächste Seite. Grundsätzlich, Bahnfeind Technologies wurde im Dezember 2012 in Norwegen gegründet. Es sind alles ehemalige Entwickler von bekannten Firmen, unter anderem auch Nevion, die Produkte entwickeln und auch fertigen. Die Entwicklung selbst hat bereits schon 2010 stattgefunden. Der Gründer von Bahnfeind Elektronik ist der Viggo Evensen. Er ist sehr bekannt in Deutschland, war schon bei vielen Firmen unterwegs, hat auch in Deutschland studiert und kennt den deutschen Markt sehr gut. Es ist eine privat geführte Firma ohne Venture Capital, also ein sehr solides Unternehmen. Die gesamte Zusammenbau der Geräte, die Qualitätsfertigung geschieht in der Fabrik in Norwegen. Das ist in Südnorwegen, in Sandefjord. Es sind, wie gesagt, alles sehr erfahrene Broadcast- und Telco-Leute, die in der Firma zusammengefasst sind. Wir haben ein großes Netzwerk für die Produktion, für die Entwicklung, aber auch im Vertriebsbereich. Wir sind in der Zwischenzeit in über 60 Ländern aufgestellt und haben sehr gute Referenzen. Ein paar Bilder an der Seite, im Motorsport, sowohl im Automotorsport als auch im Motorradrennen sind wir aktiv. Ich darf jetzt keine Namen nennen. Wir sind im Eventbereich sehr aktiv, aber auch im Überwachungsbereich, zum Beispiel im norwegischen Straßenbau, Tunnelüberwachung sind wir aktiv. Das ist ein Thema, aber auch im Bereich der Ü-Bahn, Übertragung, Industriebereich, Stageboxen-Anbindung, die Verbindung im Industriebereich, wie gesagt, House of Worship, also Kirchenbereich, Events, hatte ich schon gesagt, und auch in der Erziehungsbereich. Ein wichtiges Thema für uns ist der Ü-Wagen-Bereich. Ich hatte es schon gesagt. Ü-Wagen, Anbindung, Stageboxen, transparente Verbindung zwischen Gebäuden. Und der typische Rahmen der Verbindung liegt also zwischen 100 Metern im Glasbereich bis zu 100 Kilometer Entfernung. Ein wesentliches Thema ist der Bereich, wir führen alle Signale oder wir können alle Signale über eine Fiber führen. Das heißt, wir können IP-Signale, alle digitalen Signale, SDI-Signale, aber auch analoge Signale über SFP-Wandlung, MADI-Signale, HDMI bis zu 12G, also 4K-Bereich, DMX-Lichtsteuerungssignale, 10G Ethernet, GPIOs. 1G, 100 Megabit Ethernet-Signale. Dieser ganze Bereich von Signalen, den können wir über eine Faser gemeinsam multiplexen und dann zu den einzelnen Bereichen, sei es jetzt im Bereich Gebäude, Stadionvernetzung oder auch im Ü-Wagen-Bereich führen. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil von Bahnfeind. Alle Signale über eine Faser transparent und ohne Latenz zu übertragen. Diese Punkte sind entscheidend. Jetzt möchte ich weitergeben an Benno Sonder, der geht dann in die Details von den Produkten. Ja, vielen Dank, Manfred. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ich möchte einen Kurzabriss aller Bahnfeind-Produkte hier geben. Das wird sicherlich nicht reichen, ins Detail jedes einzelnen Produktes zu gehen. Trotzdem stehen wir natürlich auch für Fragen jederzeit zur Verfügung und
versuchen mal einen Grobabriss zu geben mit diesem Webinar. Gerne auch die Fragen stellen und Fragen und Antworten einfach reintippen. Wir versuchen sie dann so schnell wie möglich zu beantworten. Genau. Ein ganz kurzer Überblick über die verschiedenen Produkte, die es gibt. Es gibt Bahn One und Bahn Minis. Es gibt eine kurze Vorschau auf ein Produkt, was wir dieses Jahr noch auf den Markt bringen wollen. Dann hat Bahnfeind natürlich passive optische Produkte, SFP-Produkte, Breakout-Panels bieten wir an und wir bieten natürlich unsere Steuersoftware Bahnstudio an. Als ganz kurzer Überblick. Zunächst zu unserem Flaggschiff Bahn One. Ist ein 1HE-Gerät, was prinzipiell immer mit einer 32x32 Crosspoint-Matrix ausgestattet ist, die egal welches digitale Signal schalten kann. Jedes Gerät ist ausgestattet mit 16 SFP-Ports, die arbeiten immer bidirektional. Es gibt BNC-Ports in diversen Geräten, in diversen Ausführungen. Die sind schaltbar, als Eingang oder als Ausgang benutzbar. Jeder Output ist reclocked, und zwar automatisch reclocked auf SDI, SDHD oder 3G SDI. Für die meisten Geräte, für die 12G-Geräte, gibt es natürlich auch einen 12G- und einen 6G-Reclocker. Man kann diese Reclocker alle bypassen. Das heißt, wenn Reclocking nicht gewünscht ist, kann man dieses ausschalten. Wir bieten selber SFPs an. Wir akzeptieren aber auch jeden SFP eines anderen Anbieters. Das heißt, also man kann prinzipiell erstmal jeden SFP in ein Bahnfeindgerät hineinstecken und schauen, ob er funktioniert. In den meisten Fällen ist das der Fall, solange Sie den MSA-Standard erfüllen. Das sind Cisco-SFPs, HP-SFPs, alles, was wir aus dem Ethernet-Bereich kennen, aus dem Netzwerkbereich, sind MSA-compliant SFPs und die kann auch Bahnfeind verwalten. Ein Bahn One-Gerät hat prinzipiell einen Lüfter, den der User selber austauschen kann. Das heißt, das Gerät muss niemals in den Service geschickt werden, weil ein Lüfter kaputt ist, sondern da wird eine neue Lüfterkassette geschickt und die kann der Kunde selber tauschen. Er kann eine redundante Stromversorgung anschließen und man kann das Gerät sowohl vorwärts wie auch rückwärts ins Rack einbauen. Das heißt, ich kann die Rack-Ohren, die jetzt in den Bildern hier überall vorne zu sehen sind, kann ich auch auf der Rückseite des Gerätes montieren, wenn das angebracht ist, wenn man zum Beispiel nicht will, dass die SFPs und die Glasfaserverbindungen alle vorne zu sehen sind. Prinzipiell gibt es Bahn One in verschiedenen Ausführungen, die hier alle aufgeführt sind, von Nummer 1 bis Nummer 10. Die Lücken, die da teilweise in der Nummerierung aufgetreten sind, das sind Geräte, die wir mal im Angebot hatten, die sich aber nicht der großen Kundennachfrage erfreut haben, woraufhin wir sie dann aus dem Portfolio herausgenommen haben. Die Geräte, die jetzt hier zu sehen sind, sind alle lieferbar und man sieht hier sehr deutlich, dass sie alle mit 16 SFP-Ports ausgestattet sind. Die sind in jedem Gerät vorhanden, während die obere Reihe der Ports variieren kann. Das können BNCs sein, das können SFPs sein, das kann wie bei dem Gerät her, bei dem BTF106, gemischt sein. Oder sogar, wie bei BTF107 zu sehen, kann ein passiver optischer Multiplexer mit verbaut sein oder eine analoge Audiokarte. Dazu mehr später. Die Geräte auf der linken Seite unterstützen alle Videoformate bis 3G, also bis Full HD. Und um für UHD-Produktionen oder auch für 10G Ethernet-Übertragungen haben wir das BTF141 entwickelt, auf welches ich jetzt auch noch etwas detaillierter eingehen möchte. Das Prinzip hinter BTF141 ist das gleiche wie bei den 3G-Bahn-Mon-Geräten.
Jedes Gerät ist ausgestattet mit 16 SFP Plus Ports in diesem Fall. Das heißt also, ich kann Bandbreiten bis 12 Gigabit verwalten. Dahinter sitzt auch eine 32x32 Crosspoint Matrix, die auch protokollunabhängig arbeitet. Also ich kann auch hier Ethernet-Signale oder SDI-Signale oder auch proprietäre Signale durch die Matrix schicken. Alle werden transportiert. Der Unterschied ist zum 3G-Gerät, dass die oberen Ports nicht mehr fix sind, sondern dass man diese tauschen kann. Das heißt, wir sind hier auch offen für die Integration von Drittanbieter-Hardware. Wenn jemand eine Karte bauen möchte, die hier ins Gerät passt, dann freuen wir uns hier generell über neue Kontakte und auch über neue Ideen, um andere Daughterboards anzubieten. Weiterhin gibt es hier 8 GPIOs, über die externe Anwendungen gesteuert werden können. Diese können getriggert werden von internen Logiken. Als eigenes Daughterboard bieten wir SFP16 an, um das BTF141 auf volle 32 SFPs erweitern zu können. Dadurch können wir dann auch die volle Matrix nutzen. Die SFP-Plus-Ports in dieser zusätzlichen SFP-Karte haben die gleichen Eigenschaften wie die SFP-Ports, die schon fest im Gerät verbaut sind. Auch die Kontrolle über BarnStudio funktioniert natürlich auf dem gleichen Wege. Das ist kein externes Gerät. Jetzt, was kann ich mit so einem Gerät machen? Prinzipiell kann ich, und das haben wir in einer sehr ähnlichen Variante, wie hier eben dargestellt, auch installiert, zum Beispiel ein Remote-Studio über eine Distanz bis zu 100 Kilometern, wie Manfred vorhin schon erwähnt hat, in dem Fall sind es nur 10 Kilometer, an ein Funkhaus anbinden. In dem Studio befinden sich sogenannte PTZ-Kameras. Das heißt, die werden über Ethernet gesteuert. Komplett remote-controlled, ist kein Kameramann dran. Es werden Monitorsignale in dieses Studio geschickt. Es werden natürlich noch mehr Signale geschickt, als jetzt hier dargestellt sind. MADI-Signale zum Beispiel gehen hin und her für Audio. Es sind auch mehr Kameras im Einsatz. Alle Signale wandern über eine Glasfaser ins Studio, werden dort gedemultiplext und auf die Monitore, Bildmischer und so weiter im Studio übertragen. Sollte diese Glasfaser aus irgendeinem Grunde kaputt gehen, gibt es eine redundante Faser, die eine andere Strecke läuft, auch eine längere Strecke, wie hier zu sehen ist. Und es gibt einen optischen Umschalter, der zwischen beiden Fasern hin und her schalten kann. Den Trigger für den Umschalter, der kommt aus dem BTF141-Gerät, was im Funkhaus steht, über einen GPI. Der kann natürlich auch über irgendeinen externen GPI kommen. Das muss nicht aus einem Bahnfeindgerät sein. Das kann ein GPI sein, der von einem anderen Steuersystem kommt. Ist überhaupt kein Problem. Das Ganze sieht dann im Detail im Funkhaus ungefähr so aus. Wir haben alle Signale, die über eine Faser transportiert werden. Und in dem Moment, wo der GPI auslöst, schaltet der optische Schalter einen Spiegel auf die Faser 1 oder auf die Faser 2. Getriggert werden kann der GPI dadurch, dass zum Beispiel ein SFP, einer dieser SFPs oder auch zwei dieser SFPs kein Signal mehr empfangen. Die Logiken dafür kann man per BarnStudio im Gerät speichern. Die werden nicht im Rechner gespeichert, sondern die werden wirklich im Gerät gespeichert
und komplett unabhängig von einem externen Kontrollsystem dann entsprechend auch getriggert. Ein weiteres BahnOneFrame mit speziellen Merkmalen ist BTF110AA. AA steht für Analog Audio. Dieses Gerät hat 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge, die die Analogsignale wandeln in digital und in einen MADI-Router schicken. Dieser MADI-Router hat zusätzlich zu den 8 analogen IOs nochmal 4 MADI-IOs. Diese MADI-IOs sind verbunden mit der internen 32x32 Matrix, die sowieso in dem BahnOneFrame liegt, der Hauptmatrix oder der Videomatrix. Und hierüber können die MADIs verteilt werden, hierüber kann dann aber auch das analoge Signal digital transportiert oder eben auch vervielfältigt werden. Das heißt, diese ganze Audiomatrix ist eigentlich eine relativ große 264 Quadrat Matrix, die unter anderem auch als reiner MADI-Router ohne analoge Schnittstellen genutzt werden kann. Die lässt sich intern clocken oder lässt sich extern auf jeden MADI-Input clocken auf 44.1, 48 oder 88.2, 96 kHz. Prinzipiell funktioniert das so. Ein analoges Signal trifft auf das Frame, wird gewandelt und in die Matrix geschickt, in die Audiomatrix wohlgemerkt. Von dort wird ein MADI-Signal an die Videomatrix, an die Hauptmatrix geschickt und von hier kann der Output dann zum Beispiel an einen der BNC-Ports gehen. Ein weiteres MADI-Signal mit entweder der gleichen Kanalanordnung oder sogar einer anderen Kanalanordnung kann auf einen SFP geschickt werden. Dieser SFP kann sein Single Mode oder Multimode. Und gleichzeitig kann ich das Audiosignal auch nochmal an einen analogen Ausgang schicken im gleichen Gerät. In die andere Richtung kann ich jedes MADI-Signal annehmen, ob 56-kanalig oder 64-kanalig, und kann einzelne Kanäle aus diesem Audiosignal wandeln in ein Analogsignal. Oder ich kann die Kanäle shuffeln, ich kann die Kanäle anders anordnen und das Signal als MADI an jedem Ausgang des BahnOneFrames wieder zur Verfügung stellen. Als BNC, als Multimode, als Single Mode, als CWDM-MADI-Signal, um es auf einen Multiplexer zu schicken. So, nun kommen wir zur zweiten Produktreihe, sind BahnMinis. BahnMinis gibt es in immer der gleichen Bauform, mit immer der gleichen Stromversorgung, mit verschiedenen Wandlerfähigkeiten. Es gibt SFP nach SFP, es gibt BNC nach SFP-Module, es gibt passive Module, es gibt Multiplexer, es gibt optische Umschalter, so wie wir ihn gerade schon gesehen haben, den BahnMini 6. Prinzipiell ist die Theorie, die hinter dem das Konzept hinter BahnMini ist das gleiche wie hinter BahnOne. Wir können jedes Signal übertragen. Wenn es SDI ist, wird es reclockt. Wenn es nicht SDI ist, wird es nicht reclockt. Und wir können dadurch auch proprietäre Protokolle auch mit BahnMinis übertragen. Zusätzlich gibt es ein paar spezielle BahnMinis, die auch einen Control-Port haben. Im Normalfall ist der BahnMini ohne Softwarezugang, ohne Control-Zugang, abgesehen von BahnMini 5. Hier brauchen wir den Netzwerkzugang zum einen mal, um das Gerät steuern zu können und um es programmieren zu können. Und zum anderen wird über den Control-Zugang auch
findet auch die Signalübertragung statt. Mit Bahn Mini 5 können wir GPIOs, Tellys oder serielle Daten in einen Ethernet-Stream konvertieren, mittels der TSL-Protokolle Tally und UMD in der Version 4.0. Zusätzlich kann Bahn Mini auch 4 verschiedene Hosts pingen und entsprechend auch die GPIOs schalten. Das heißt, ich kann auch den mit einem optischen Umschalter kombinieren und hierüber eine optische Umschaltung einer Glasfaser auslösen. Prinzipiell kann man Bahn Minis immer mit einer kleinen Power Supply betreiben oder man kann 16 Bahn Minis in ein gemeinsames Gehäuse stecken und mit redundanten Power Supplies versorgen, sodass auch hier Redundanz gegeben ist. Ein weiterer und auch unser neuester Bahn Mini ist Bahn Mini 22, ist ein SFP Plus nach SFP Plus Konverter. Die Funktion des Geräts wird definiert über die SFPs, die wir hier drin platzieren. Wenn wir optische SFPs darin platzieren, dann wandelt der optisch nach optisch. Wenn wir einen SDI-SFP mit Coax-SDI auf der einen Seite und einen optischen auf der anderen Seite platzieren, dann wandelt das Gerät elektrisch SDI nach optisch SDI. Wir können Single-Mode nach Multimode wandeln. Wir können 10G Ethernet elektrisch nach optisch wandeln. Die Funktion wird definiert nur über den SFP. Das Gerät hat eine Bandbreite bis zu 12G, das heißt, wir können auch UHD-Signale damit transportieren. Und wir haben in dem Gerät neue Reclocker verbaut, dieselben Reclocker wie auch im BTF 141. Die UHD 12G Reclocken können, 10G Ethernet Reclocken können und bis zu geringen Bandbreiten wie zum Beispiel MADI auch Reclocken können. Dieses Gerät hat einen Control Port, damit man die Reclocker auch bypassen kann. Neben den elektrischen Produkten Bahn Mini und Bahn One brauchen wir, um viele Signale über eine Faser transportieren zu können, optische Multiplexer. Hier bieten wir CWDM-Multiplexer an in einer 8-Kanal-Version oder einer 16-Kanal-Version oder einer 18-Kanal-Version. In so einem Multiplexer kann ein 100-Megabit-Signal parallel neben einem 12-Gigabit-Signal über eine Faser wandern, als wären es zwei parallel liegende Glasfasern. Die verschiedenen Signale wandern über verschiedene Wellenlängen, verschiedene Farben innerhalb dieser Faser. Und es ist auch egal, in welche Richtung sie wandern. Das heißt, wir können auf einer Faser in zwei verschiedene Richtungen verschiedene Signale transportieren. Vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, wir können auch Produktionssysteme, die nicht von Bahnspann stammen, über solche CWDM-Blöcke mit integrieren. Genau. Dieses, danke Manfred, dieses CWDM-Grid, was wir hier sehen, diese Kanäle sind international standardisiert von der ITU. Da hält sich jeder dran. Das heißt also, man kann durchaus auch mit einem Drittanbieter unsere Multiplexer mit denen eines Drittanbieters kombinieren. Auf der einen Seite der Faser Bahnfeind, auf der anderen Seite der Faser Anbieter XX. Das ist kein Problem. Eine Möglichkeit, die wir auch haben, ist die Kaskadierung von Multiplexern. In dem Fall ist es der Bahn Mini 7, ein vierkanaliger Multiplexer, der zum Beispiel, wie wir hier sehen, an dem Site A zwei Feeds annimmt. Das können SDI-Feeds sein zum Beispiel oder ein MADI und ein SDI-Feed. Und zusätzlich ein Data Link, also eine bidirektionale Ethernet-Verbindung, die wird gemultiplext auf eine Faser. Und diese Faser wird
über eine bestimmte Entfernung verbunden mit einem zweiten Bahnmini 7, der nochmals 4 Signale in dieselbe Faser multiplext, ohne die ersten Signale zu zerstören. Das heißt, diese Faser hier trägt 8 Signale. Ein weiteres Anwendungsbeispiel wäre eben zu sagen, ich möchte ein bidirektionales SDI-Signal und ein Ethernet-Signal transportieren. Ich habe aber nur eine Faser zur Verfügung. Das heißt, ich wandle mir diese Signale auf verschiedene Farben, auf verschiedene Wellenlängen, verbinde sie mit diesem Multiplexer und transportiere sie über eine Faser zum gegenüberliegenden Ende. Wir möchten im Laufe dieses Jahres ein weiteres Produkt hinzufügen zu unserem Portfolio. Das nennt sich Barn Color. Das werden vom Prinzip ähnliche Geräte sein, die aber weniger flexibel sind. Für den Anwender soll es Plug and Play sein. Das heißt, ich kann zwei Geräte miteinander verbinden, über die zum Beispiel 4 SDI-Signale laufen. In diesem Fall, wie man hier sieht, die Geräte A und A. Da können 4 bidirektionale SDI-Signale über 2 Fasern transportiert werden. An jedem Ende der langen Faser können 2 weitere Geräte über eine kurze Kaskade an das Gerät A angehängt werden. Das wäre das Gerät B. Hier könnten zum Beispiel 4 Ethernet-Feeds enthalten sein. Hierfür ist keine Software vonnöten, sondern die Geräte können anhand ihrer Farbe werden sie erkannt und anhand ihrer Farbe steht fest, welches Gerät mit welchem anderen Gerät kommuniziert. Gemacht wird das Ganze natürlich mit CWDM Multiplexing und definiert werden die Geräte über ihre Farben. Das heißt, auch Gerät A könnte Ethernet-Signale transportieren. Das entscheide ich in dem Moment, wo ich das Gerät erwerbe, sage, ich möchte 4 SDIs transportieren, dann kaufe ich ein Pärchen des Typs A und ich brauche dazu noch 2 Ethernet-Signale, dann kaufe ich dazu nochmal 2 Geräte des Typs B. Das heißt, insgesamt können man 16 Signale von der einen Seite und 16 Signale zur anderen Seite transportieren. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so, genau. Genau. Um unsere Geräte betreiben zu können, braucht man SFP-Module. Wir haben ein großes Spektrum an SFP-Modulen und wie ich vorher schon erwähnt habe, akzeptieren wir auch SFP-Module von anderen Anbietern. Also jeder SFP funktioniert prinzipiell in Barn One-Geräten. Was wir bei Barn Mini 22 und bei BTF 141 auch noch eingeführt haben, wir können auch Non-MSA-SFPs inzwischen lesen und auch deren Signale transportieren. Was wichtig ist, was in allen Geräten wichtig ist, es müssen Transceiver sein. Also ein Input, ein Output, ein TX, ein RX im gleichen SFP, dann hat man die volle Funktionsfähigkeit des SFPs im Barn One oder im Barn Mini. Prinzipiell bieten wir optische SFPs an in Single Mode oder in Multimode. Wir bieten bidirektionale SFPs an, das heißt, ich habe in einer Faser ein TX und ein RX Signal, da sitzt dann ein kleiner Multiplexer schon im SFP, dann bieten wir natürlich CWDM-SFPs an, die wir brauchen, um die verschiedenen Signale zu wandeln in dedizierte Wellenlängen, in bestimmte
bestimmte Farben. Wir bieten an Media-Converter. Das heißt also, ich kann wandeln ein analoges Videosignal in ein SDI-Signal, um es dann transportieren zu können. Ich kann ein HDMI-Signal in ein SDI-Signal wandeln mittels eines SFPs oder ich habe ein Ethernet-SFP. Was wir auch können, ist ein IP-Signal ST2110 oder ST2022 zu wandeln in SDI und vice versa. Die IP-Signale können wir doch auch mit reinbringen, zum Beispiel für die neuen Embryonics SFPs. Genau, das sind die, die ich gerade meinte. ST2110 und ST2022 kann man mittels Embryonics SFP wandeln und so können wir IP-Signale eben auch über unsere Geräte transportieren oder einfach als Schnittstelle dienen, um zwischen der Baseband-Welt und der IP-Welt. Genau. Prinzipiell sehen wir hier nochmal, CWDM-SFPs bieten wir an, in allen möglichen Wellenlängen, in allen Wellenlängen, die der Markt hergibt, die ITU definiert hat. Das sind insgesamt 18 Wellenlängen. Darüber kann jede Bandbreite transportiert werden, also auch 12G kann transportiert werden oder ein nur langsames 100 Mbit Signal kann transportiert werden. Wenn ich jetzt genau 19 Signale transportieren muss über eine Faser, weil halt genau ein Signal zu viel da ist, dann müsste ich eigentlich eine zweite Faser haben. Wenn das jetzt aber eine 10 Kilometer Strecke ist oder eine 20 Kilometer Strecke, dann ist es natürlich extrem teuer, eine zweite Faser zu mieten oder eine zweite Faser installieren zu lassen. Genau für diesen Fall haben wir ein sehr einmaliges Produkt, die sogenannten High-Low-SFPs. Das heißt, wir können innerhalb jeder CWDM-Wellenlänge, die von der ITU definiert wurde, zwei Signale übertragen. Wir können dafür Standard-Multiplexer nehmen. Wir können dafür Multiplexer von anderen Anbietern nehmen. Und wir benutzen spezielle SFPs, die getrimmt sind auf jede Wellenlänge innerhalb des bekannten Musters, um innerhalb eines CWDM-Kanals ein bidirektionales Signal zu transportieren. Dadurch kann ich im Maximalfall die Anzahl der Signale von 18 auf 36 verdoppeln. Das ist nicht der normale Anwendungsfall. Der normale Anwendungsfall wäre, wie gesagt, ich habe genau 19 Signale oder ich habe vielleicht 20 Signale, die von A nach B müssen, über eine Faser. Oder ich habe zwei Fasern, aber ich würde gerne die zweite Faser redundant benutzen, als Backup. Dann kann ich alle 20 Signale in eine Faser multiplexen mittels der High-Low-Technologie. Diese SFPs sind bei uns verfügbar für Signale bis 3G und für jede Wellenlänge innerhalb des CWDM-Grids. Wenn wir uns nun vorstellen, wir haben einen Bound-One-Frame mit 32 SFPs, 32 optische SFPs, die alle mit Kabeln versehen sind, dann ist das erstmal eine relativ empfindliche Angelegenheit. Damit ich dieses schützen kann, wenn ich das zum Beispiel in einem Flight Case verbaue, bieten wir auch Breakout-Panels an mit allen möglichen Konnektoren, BNC, XLR, RJ45, optische LC-Durchführungen oder eben auch Vorbohrungen für SMPTE-Verbinder oder auch einfach nur Blindplatten, um die Geräte schützen zu können innerhalb in einem Flight Case oder auch in einem Rack. Das sind Stagebox Breakout Panels. Und last but not least gibt es BahnStudio. BahnStudio ist die Control Software, mit der wir Bound One steuern, Matrix-Schaltungen vornehmen, Redundanz um Schalter aktivieren oder deaktivieren,
Wir haben einen Signal Analyzer im Gerät und können hierüber eben feststellen, liegt ein SDI-Signal an, was ist es für ein SDI, ist es HD, ist es 3G, Level A, Level B, das zeigt der Signal Analyzer an. Ich kann eine Konfiguration speichern oder eben auch laden und es bietet die Diagnose innerhalb des Geräts, falls irgendwo ein Hardwarefehler vorliegt, dann wird das auch in BahnStudio angezeigt. Prinzipiell, wir können die Audiomatrix damit schalten, Firmware-Updates machen, alles, was man so im Prinzip von der Firmware, von der Software verlangt und braucht. Wir können da auch mal reinschauen in BahnStudio. Zumindest versuche ich das jetzt mal, das zu zeigen. Dann sollten Sie jetzt alle BahnStudio sehen. Hier sehen wir, auf der linken Seite kann ich festlegen, wie verbinde ich mich mit meinem Gerät. Hier sehen wir, dass es über WLAN passiert im Moment. Das ist grün hinterlegt. Das ist die Verbindung zum Gerät. Prinzipiell sucht BahnStudio über Multicast nach verfügbaren Geräten und zeigt diese automatisch an, auch ohne dass die IP bekannt ist. Die IP kann ich dann dementsprechend später vergeben. Ich habe jetzt hier 4 Geräte angeschlossen. Die sprechen alle mit BahnStudio via Telnet IP Version 6. Das kann aber auch Version 4 sein. Im Gerät sehe ich prinzipiell hier einen Input. Der zeigt mir 3G SDI Level A an. Diesen kann ich routen auf eine Matrix, auf einen Ausgang. Sobald ich das Signal schalte, sehe ich auch im Ausgang, da liegt ein Signal an, das wird grün. Und kann dieses Signal zum Beispiel mit einem BahnMini 22 empfangen. Dann sehe ich hier, der empfängt auch was, ist auch grün. Und ich kann mit dem Gerät mit BahnMini 22 auch den SFP auslesen. Das heißt, ich kann im SFP-Modul schauen, wo ist denn meine AX-Power? Wie viel Licht kommt in meinem SFP an? Wenn dieser Wert kritisch wird, dann weiß ich, entweder ist mein Kabel zu lang oder ich habe ein Problem mit meinem Kabel und muss vielleicht daran was arbeiten, um eine stabile Verbindung zu haben. Die SFPs kann ich mir auch im BahnOneFrame natürlich anschauen und kann hier jeden SFP auswählen, um mir die optischen Level anzeigen zu lassen. Ich kann in einem SFP, der jetzt ein Konverter-SFP ist, wie dieser hier, der wandelt HDMI nach SDI, diverse Funktionen, die der SFP zur Verfügung stellt, über BahnStudio schalten. Also in dem Fall ist das ein SFP der Firma Embryonics, die diverse über die SFP-Schnittstelle diverse Funktionen zur Verfügung stellt, die ich mittels BahnStudio schalten kann. Vielleicht noch ein Punkt mehr. Sie sehen unten zum Beispiel die Temperatur des SFPs, kann man sehen, die Leistungsaufnahme, auch den optischen Pegel kann man messen, beziehungsweise bekommt man in der Tabelle angezeigt. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Hilfsmittel, gerade in Installationen, verzweigten Installationen, festzustellen, wo Brüche in der Faser drin sind oder wo optische Pegel einfach gestört sind. Genau. Das lässt sich auch relativ schnell sehen, indem ich auf den Inputs-Tab schaue. Der zeigt mir nämlich hier immer, in diesem Fall ist da relativ wenig Pegel vorhanden. Das heißt, also hier hätte ich jetzt ein Problem mit meiner Faser. Das wäre ganz klar. Da stecken jetzt keine SFPs drin, beziehungsweise doch, sie sind drin, aber sie haben eben keinen Empfang. Das heißt, da liegt kein Signal an. Das sehe ich hier überall.
Wenn das Signal anliegt, dann sieht es zum Beispiel wie in diesem Fall so aus. Das heißt, ich sehe hier direkt auf meinem, bei meinen Inputs gleich, es ist ein SFP da und der SFP hat auch ein Signal. Auf der Output-Seite kann ich hier zum Beispiel den Reclocker schalten. Im Moment steht er auf Auto, SDI only. Ich kann den auch generell auf automatisch umschalten und hier sehe ich das Ausgangssignal. Ich kann den auch bypassen, den Reclocker, wenn ich ihn nicht will oder wenn ich öfter durch ein Gerät laufe mit dem gleichen Signal, dann möchte ich vielleicht ganz bewusst keinen Reclocker in meinem Ausgang haben, dann kann ich ihn hier einfach bypassen. Standard ist Auto und bei Auto clockt er sich auf das Signal, was man haben möchte. Ja, das war's von meiner Seite erstmal. Und ich würde Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit geben, auch noch Fragen zu beantworten. Vielleicht einen Punkt, den ich vergessen hatte zu erwähnen. Ja, genau. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, die auch ein Zuschauer hatte, welche Steuersysteme angesteuert werden können, beziehungsweise ob auch der High-Controller implementiert werden kann. Der High-Controller kann implementiert werden, wenn die Kollegen von High, Ember Plus oder SWP08 sprechen, was sie tun, das weiß ich. Das heißt, das Barn One Frame lässt sich steuern über Telnet, über SNMP. Und zwar über SNMP kann man das komplette Gerät steuern. Man kann auch per Barn Studio, per SNMP mit dem Gerät sprechen. Das ist nur etwas langsamer, deshalb benutzen wir Telnet. SWP08 funktioniert, allerdings eingeschränkt. Das heißt, darüber kann ich keine SFPs auslesen. Die ganzen optischen Pegel lassen sich über SWP08 nicht übertragen. Aber die Matrix lässt sich schalten. Das geht. Über Ember Plus lässt sich das Gerät komplett steuern. Ember Plus geht allerdings nicht für Barn Minis. Ember Plus geht nur für Barn One. Das muss man bedenken. Aber hierüber lassen sich auch die Audiopegel im Audiogerät steuern. Hierüber lassen sich alle SFP-Daten auslesen. Die werden also auch im Ember Tree dargestellt. Eine weitere Control-Plattform wäre ROS Dashboard. Also die haben, wir sprechen das Open Gear Protokoll und damit ist Barn One steuerbar von ROS Dashboard oder allen anderen Open Gear Anwendungen. Und es gibt auch im Barn One eine Web-Oberfläche. Das heißt, ich kann auch über irgendeinen Browser auf das einzelne Gerät zugreifen und habe auch da alle Steuerungsmöglichkeiten. Das heißt, wir sind offen für alle Plattformen, die im Moment so am Markt verfügbar sind. Wenn hier spezielle Wünsche bestehen, dann sind wir auch gerne offen, Neues zu implementieren, sollte dies notwendig sein. Gibt es noch weitere Fragen? Manfred. Ja, es kam noch eine Frage dazu, eine Preiseinordnung. Ich bin gerade dabei, das auch zu beantworten. Grob kann man sagen, wir liegen bei den Barn Minis im Bereich von 200 bis 300, 400, 500 Euro, also im 100er Bereich. Die Träger, die liegen dann so im Bereich von 5.000, 6.000, 7.000 Euro als Basisversion. Je nachdem, mit welcher Bestückung die besetzt sind. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Dann
würden wir uns natürlich freuen über viele Besucher auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind generell immer erreichbar über die E-Mail-Adressen sales@barnfind.no und support@barnfind.no. Im Normalfall wird einer der hier genannten Kollegen die Fragen beantworten. Einer davon bin natürlich ich, aber das kann auch gerne mal ein anderer übernehmen. Innerhalb Deutschlands steht Ihnen natürlich die Firma Media Online und da vor allem Manfred Röhner zur Verfügung. Und wir würden uns auf alle Fälle freuen, bald von Ihnen zu hören. Ja, dann möchte ich nochmal herzlichen Dank sagen. Wenn noch Fragen sind, kommen Sie dazu, schreiben Sie uns. Wir beantworten es gerne. Vor allen Dingen auch die Anwendung, Systemanwendung, die sollte man dann wirklich im Detail besprechen. Wir sind an vielen Projekten dran, gerade jetzt im Ü-Wagen-Bereich, Anbindung, Stageboxen. Das ist ein wirklicher Schwerpunkt bei uns. Dann nochmal herzlichen Dank und wir freuen uns auf Ihre Fragen.